Ja, ich werde immer Vierter. Ich bin jetzt dreimal hintereinander Vierter. Oder wer sagt Vierter, Karl? Vierter. Vierter, 1, 2, 3, Vierter. Hä? Vierter? Was soll ich sonst sagen? Vierter? 1, 2, 3, Vierter. 1, 2, 3, 4. Hä? Vierter, Vierter, Vier. Vierter. Vierter, nicht Vierter. 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 2. 2 ist auch immer stark. Ja, 2, das sagt man bei uns. Bei uns in Hesse. Im Hesseland. Aber du, genau. Kevin, sag mal 11. Waiting for the 11. This is it. This Kevin, is sag it. 11. 11. Oh, 11. Hm, sure, buddy. Ja, 11 klingt ja wohl cooler als Vierter. 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 Okay, sag mal, okay, Kevin, sag mal Neon. Was für Ding? Neon. Neon-Röhre. Neon? Achso, Neon. Ja, Neon. Nein, Neon heißt es einfach. Oder Neon-Röhre. Bruder, das ist nicht vietnamesisch oder so. Neon. Digga, das ist Neon. Es ist halt legit Neon. Nein, Neon. Doch, ist es. Nein. Natürlich. Nein, shut up, Karl. Das ist offiziell Wikipedia. Shut up. Wikipedia, erste Seite. Boah, ich hätte den Controller, ne? Das ist richtig am Game. Ah! Ich bin trash. Boah, aber wirklich, dieser Speed ist wirklich, das ist mir ein bisschen zu viel Speed, Alter. Hä? Das ist der normale Speed von dem Game. Nee, ich hab das Gefühl, das ist ein bisschen schneller als sonst. Nee. Kevin, du bist alt. Naja, vielleicht. Mann, Digga. Easy. Fuck. Komm. Big Pog Champ. Big Trash. Ja, besser ist. Nice, kein Item bekommen. Ich wollte aber auch keins. Nice, Digga. Yoshi, du bist es, Digga. Oh, geil. Oh, fantastisch. Jetzt so gut gerade mich gekillt. Legit crazy. Das ist ein Nutten-Game. Wirklich, ich möchte ja. Meinen Bildschirm einschlagen, meinen Bildschirm abreißen, ihn zusammentreten, nochmal ranhängen, nochmal zusammenschlagen, nochmal abziehen, nochmal zusammentreten und einfach in Müll werfen. Mhm. Außer es ist ein Bildschirm von Asus, natürlich. Hm. Die pflegt man. Vor allem, die gehen eh nicht kaputt. Unbesiegbar. Bro, weißt du, was wirklich nicht kaputt geht? Was der stabilste Controller ever ist? PS2? Wii U Pro Controller. Der ist zwar inzwischen kaputt, aber der hat so viel kassiert. Digga, der hat wirklich viel kassiert. Hey, aber ist doch kaputt. Digga, ich hab den durch den kompletten Raum geworfen und shit. Real Rap. Wegen was? Mario, ja, ne? Wegen was wohl? Mario 64, ja, Mario 64. Bro, no joke. Ich hab mir das angeguckt, ne? Als du 3 Minuten für die erste Treppe gebraucht hast. Digga, ich konnte richtig, also wirklich, man hat richtig gemerkt, so dein Frust. No joke. Das muss insane schlimm gewesen sein. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin in letzter Zeit auch aggressiver geworden, was die Spiele angeht. Vielleicht ist gut. Das ist gut. Das ist das Testosteron. Das ist wichtig. Ja, vielleicht. Bist du generell aggressiver als Mensch? Nee, ich bin kein aggressiver Mensch. Ich bin ein sehr entspannter, ruhiger Mensch. Hm. Warst du nicht immer schon so mit den Games? Ja, ich nehme Videospiele so ein bisschen zu ernst manchmal. Das Ding ist halt, ich bin einfach insane in jedem Game. Und ich kann, und ich weiß nicht, dass ich mich halt aus nichts aus der Ruhe bringen, weil ich einfach weiß, ich bin der Beste. Ja, ich lasse mich auch selber aus der Ruhe bringen. Ja. Ist gut. Man muss halt immer so einen kühlen Kopf bewahren, weißt du, chillen einfach. Ist nur ein Game, so. Fuck it. Ja, Mann. Ist nur ein Game. Ist ja nur so ein blödes Videogame. Warum soll ich mad sein? Mann, mein Controller ist aber so scheiße, Digga. Der hat Return manchmal auch mitten im Drift zu driften. Ja. Ist halt ein GameCube-Controller, ne? Mann, Steini fährt auch extra scheiße, damit er mich die ganze Zeit ficken kann. Ich werde Real-Rap die ganze Zeit gesniped. Nee, Steini ist generell scheiße, einer von meinen.
Buddha bless these cheeks. Och man, Digga, ey, Re-Rap, der Controller ist ultra buggy. What the fuck, Alter. Kevin hat dein Chat Copium. Die brauchen das. Was gibt's? Die brauchen Copium. Mann, fahr! Oh, nee. War das ein Fehler? Komm schon. Komm schon, komm schon. Gib mir irgendwas Krasses, gib mir irgendwas Krasses, gib mir irgendwas Krasses. Come on. Nochmal eine Rakete. Oh, let's go. Easy. Come on. Nee, war kein Fehler. Ja! 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 Zehnter! Sechster! Als ob! Let's go. Ich hatte eine Top 7, Band. Bruder, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber ich habe bei meinem Rage das hier auf dem rechten Bildschirm aufgemacht, Bro. Fucking die Prime Gaming Seite und auf der rechten Seite ist der Quelltext der Website. Ich habe keinen Plan, wie. Ich weiß es nicht, Digga. Aber ich habe irgendwie F12 gehämmert. Keine Ahnung, Bro. Also du schlägst auf deine Tastatur, wenn du sauer bist. Ich schlag auf alles, ich weiß nicht. Das ist auch mein Glas runtergefallen, Digga. Alles runtergefallen. Würdest du denn. Weißt du, was sick wäre, wenn man ein Kind hätte? Man könnte einfach das schlagen. Weil dann kann man es erziehen und seinen Frust rauslassen. Kritischer Greg. wichtiger schreibt im Chat: Oh mein Gott, ja. Guck. Wir können es bei ihm probieren. Oh mein Gott, dude. Ich würde mein Kind nicht schlagen. Oh, wieder 200er Speed. Ich würde es nicht schlagen, ich würde es immer küssen. Bro, ich frage mich, wie wir das werden. Meinst du, wenn wir bei einem Paar wären und ein Kind adoptieren würden, ja? Boah. Meinst du, das würde cool werden? So, du meinst jetzt als so gay Couple? Ja, quasi. Wir beide? Ja. Boah, also das Ding ist, wir sind halt beide. Keiner verplant. Ja, das Kind wird auf jeden Fall auch geistig gelost werden. Und das Kind wird halt nur Scheiße zu essen kriegen, weil wir nicht kochen können. Also, ich weiß nicht, ob du kochen kannst. Ja, ich kann okay kochen. Aber ich habe keine Zeit fürs Kochen. Also ja, das ist halt auch das Ding. Und ich kann auch okay kochen, aber ich habe keinen Bock. Und dann kriegt er, weißt du, wir bestellen halt und dann kriegt er einfach die ganze Zeit Pizza, ist auch gut. Ja, gut, juckt aber auch. Ja, vor allem, da gibt's Onkel Danny und. Onkel Danny, Digga. Tante Toni. Onkel Basti. Oh, Onkel Basti. Mit dem müssen wir dann immer Minecraft spielen. Yo, wir können einfach das Kind die ganze Zeit zu Basti geben und dann wird aus dem irgendwas. Dann wird aus dem so ein Politiker. Basti würde dem Kind immer so ein 20 zustecken. Junge, du Hundesohn. Basti würde dem Kind immer so ein 20 zustecken. Ja. Aber würde mit dem auch immer Flaggen lernen. Und auf der einen Seite will das Kind den 20 haben, auf der anderen Seite hat er auch keinen Bock auf Flaggen lernen. Und deswegen ist immer so ein Struggle, ob man jetzt zu Onkel Basti will oder nicht. Naja, oder halt, wenn es gute Noten schreibt, gibt's dann einen kleinen Bonus, ne? Da gibt's dann halt so ein bisschen was, so, ne? Vielleicht mal so ein Lollipop, ausnahmsweise, vom Onkel Basti. Ey, das ist so geil, wenn man die Rakete used und man fliegt vom 12. auf den 12. Was ein Gefühl von Freiheit einfach. Das ist insane, ne? Oh, Lith ist wieder drin. Oh, fuck. No way. Oh, schön. Was? Vierter? Wie das denn? Kann man selber fissen? Rein theoretisch? Ja, komm. Falls du einfach das voll gerne machen gerade. Kannst dich einfach, ich glaube, du kannst einfach dich auf deine Faust setzen, aber du musst sie einölen. Bro, jetzt mal Re-Rap. Ich check wirklich nicht, wie Fisten funktionieren soll und warum man das macht. Ich check's. Wirklich? Also ich glaube, es kann ganz nice sein, wenn, also man kann halt sein Arschloch insane weit dehnen, ne? Halt legit insane weit. Und wenn du es halt so weit gedehnt hast, dass wirklich eine Faust reinpasst, es ist schon krass, schon eine krasse Art von Penetration. Bro, wie ist das, wenn du auf Klo gehst? Fallen die dann einfach raus? Ich glaube ja. Ich glaube, du gehst einfach, das fällt einfach so raus. Oder? Ich weiß es nicht. Hm. Interessant. Geht dein Schließmuskel da noch? Nee. Bro, es gibt einen Rapper,
Ich glaube, aus Berlin kommt der, aus dieser Mako-Bande. Der, ja. Kommt Mako aus Berlin? Ich weiß es nicht genau, actually. Ich glaube schon. Der hat auf seinem Arm tätowiert seine Fisting Records. Oh. Also bei ihm jetzt selber. Ja, also wie weit er quasi bei irgendeinem Girl oder so das reinbekommen hat, mäßig. Achso, so weit so Ringe? Ja, glaube schon, ja. Ich weiß es nicht genau, Benny hat mir das erzählt. Oh, ja, das ist in der schwulen Szene, ist auch so ein Ding, was man macht. Was, sich das so zu tätowieren? Das ist, ja, so Ringe zu tätowieren, wo man, wie tief man schon im Arschloch von jemand anderem drin war. Mit seiner Faust. Ich hab das noch nie gehört. Doch, ist so ein Ding. Aber ist eigentlich eine sicke Idee, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ist schon ein cooler so Gesprächsstarter. Ja, mega. Junge, wofür stehen diese Ringe auf deinem Arm? Naja, wie soll ich sagen? Setz dich mal hin. Ja. Yeah. Ich hab da mal zu erzählen, wa? Ja, das war Sabrina. Und das bist vielleicht du, Zwinker-Smiley. Das könntest du sein, Smile. Junge, ist ein guter Icebreaker auf jeden Fall. Ja. Ich sehe schon, wie Josh mit diesem roten Panzer ins Maul haut gleich. Ich glaube, die Leute gehen extra auf dich. Ey, Bro, ratsch schon wieder mein Drift auf, gelings. Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Wird Big Time gefartet? Ach, mein Gott, Junge, Waluigi, du bist so ein Hund. Ah, das bist du, Karl. Das bin ich, ja. Oh mein Gott, los. Ich kann es auf jeden Fall noch schaffen, aber es wird tricky. Ja, same. Schön, haben wir gerade überhaupt eine Bet am Laufen oder ist es noch die von letzter Runde, die vergessen habe auszuzahlen? Letzte Runde, ah, perfekt. Was? Och man, ja, es wird wieder 12, Digga. Komm, treffe ich am besten mit dem Stern, dann werde ich richtig froh drüber. Ah, komm. Flieg! Das war close, war ein Fight! Krass! Du kannst deinen Arschloch so weit dehnen, dass ein Waschbär reinpasst? Krass! Von ZombieFan05. Warte mal, der ist... Warum weiß der das? 16, oder? Wow.